Kennt ihr einen der wirkungsvollsten und mit einer der besten Tipps, den man einem Christ geben kann? Also, ich würde sagen, es ist der Tipp, geh beten. Geh beten. Das bedeutet, jemanden zu raten, sich die Zeit zu nehmen, um die Angelegenheiten, die man auf dem Herzen hat, jetzt mit Gott zu besprechen. Beten heißt, Gott den ganzen Sack von Problemen und Angelegenheiten, den man hat, vor die Füße zu werfen. So hat es Martin Luther einmal ausgedrückt. Geh beten, indem du dich ganz bewusst aus einer aktuellen Situation zurückziehst und das offene Gespräch mit Jesus Christus suchst. Dieser Tipp ist ganz praktisch gemeint. Also das ist nicht nur einfach so dahingesagt, geh, bete. Das ist ein konkreter Appell, sich tatsächlich in Bewegung zu setzen, etwas zu klären, abzugeben, möchte ich mal sagen, zuzuhören, also Kommunikation zu betreiben. Und das ist ja Beten, Kommunikation mit dem Allerhöchsten, reden mit dem Allerhöchsten. Und in diesem Gottesdienst wollen wir das Gebet etwas näher unter die Lupe nehmen. Wenn wir über das Gebet sprechen, dann tauchen oft Missverständnisse auf. Also so ist es auf jeden Fall bei mir an manchen Stellen oft so. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken auch aus eurem persönlichen Gebetsleben. Da hast du auf einmal diesen Gedanken, ach, hat Gott mein Gebet jetzt überhaupt richtig gehört? Oder darf ich sowas überhaupt beten? Ist das nicht zu fordernd, Herr? Oder ich bete schon so lange für eine Angelegenheit und es tut sich definitiv nichts. Herr, hörst du mich denn nicht? Beim Thema Gebet, da wird es immer ganz praktisch. Denn Beten ist eine Alltagsangelegenheit eigentlich und jeden Tag überlebensnotwendig für jeden Christen. Theoretisches Gebet, das gibt es nicht. Entweder wir beten und wir erleben etwas mit Jesus oder wir beten nicht und dann hat es auch Auswirkung, beides. Gebet und Nichtgebet, beides hat Auswirkungen auf dich, auf mich, auf sogar unser Umfeld. Ich habe ein bekanntes Sprichwort einfach mal etwas umgeschrieben und habe gesagt, Schweigen ist Silber und Beten ist Gold. Und darum auch das Thema meiner heutigen Predigt, geh bete oder Gebete. Und ich habe euch so speziell ein kleines Kärtchen gemacht und die werden jetzt verteilt, diese Kärtchen. Da steht der Bibelvers von heute drauf. Ihr dürft ruhig. Wollt es verteilen eben? Jawohl. Der Peter und noch jemand sind am Verteilen, dass ihr diese Kärtchen bekommt und dass ihr das mitverfolgen könnt, weil da hinten drauf ist gleich die Punktierung dieses Morgens und der Bibelvers, um den es geht. Und dann wisst ihr ganz genau, wann der Vogel zur Landung ansetzt. Und ihr habt das als Erinnerung für euch vielleicht auch in eure Bibel, weil ihr habt ja alle eure Bibeln mit dabei. Nein? Okay. Aber ein paar. Und dann könnt ihr das vielleicht dann zu Hause in eure Bibeln dann legen oder mitnehmen oder an den Kühlschrank dran machen. Gebete oder Gebete, deswegen dieses H da in der Mitte, also auf eine Aufforderung oder einen Appell oder einfach das Gebet, die Gebete, die wir haben. Wenn du eine Umfrage machen würdest und die Leute fragen würdest, was bedeutet beten? Ich glaube, dann würden wir die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Was bedeutet beten?
Wenn du diese Menschengruppe fragen würdest, Buddhisten, sie wollen sich im Gebet durch ständiges Wiederholen, so kann man sagen, durch ständiges Wiederholen, immer wieder mental und spirituell konzentrieren, weil sie immer wieder das Gleiche wiederholen, immer wiederholen. Man könnte auch sagen, gebetsmühlenartig wird dieses Anliegen bei Buddhisten wiederholt und man konzentriert sich. Persönliche Anliegen finden da so gut wie gar keinen Raum. Und hier, gerade bei diesem wiederholenden und immer wiederholenden Gebet, ist sogar der Ursprung des kontemplativen Gebetes. Das ist eine Gebetsform, die auch neuerdings in evangelikalen Kreisen mehr und mehr Raum gewinnt. Man wiederholt und wiederholt und wiederholt und meint sich dann darauf zu konzentrieren. Der Ursprung von diesem kontemplativen Gebet ist hier im Buddhismus. Also nicht gerade das Gelbe vom Ei, würde ich mal sagen, als Christen. Wenn wir gucken beim Islam, dann muss das Gebet zu einer ganz bestimmten Zeit erfolgen. Und es dient häufig einfach nur zur Besänftigung Allahs in vorgefertigten Gebeten. Am Tag werden 5 Gebetszeiten gehalten mit 17 verschiedenen Ritualen, die da dort enthalten sind. Und das Gebet eines Muslimen kann aus den verschiedensten Gründen nicht wirksam sein bzw. ungültig sein. Unter anderem, wenn der Schatten eines Hundes, eines Esels oder einer Frau auf den Betenden fällt, dann ist das Gebet unwirksam. Wenn du das Gebet beim Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang hast, das geht nicht, dann ist es unwirksam. Aber das sei alles mal nur am Rande erwähnt. Kommen wir mal zurück zu uns als bibelgläubige Christen. Wenn wir also den Tipp bekommen oder auch selber geben, gebeten, kann man direkt zurückfragen, hallo, zu wem sollen wir denn beten? Wen beten wir denn an? Die Gebete zu selbstgemachten und falschen Göttern werden im Winde verwehen und die Anbeter werden sehr schnell, ja, leer dastehen. Und deswegen nochmal, wen beten wir denn an? Wen beten wir denn an? Jesus Christus, das Lamm Gottes. Er allein ist es doch wert, angebetet zu werden. Bitte schlagt mal auf Offenbarung 4. Offenbarung 4, Vers 11. Offenbarung 4, Vers 11. Dort heißt es, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Bei ihm liegt die Macht und er tritt für uns beim Vater im Himmel ein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Römer 8, Vers 34, wir wissen das, wo es dann heißt, dass er auch zur Rechten Gottes ist und uns vertritt oder eine andere Übersetzung sagt, für uns eintritt. Römer 8, 34. Diese Garantie, die wir haben, dass der Herr Jesus eintritt beim Vater, die ist einmalig. Doch obwohl wir das eigentlich wissen, stellen wir uns sehr oft die Frage, was unser Gebet tatsächlich bewirkt. Manchmal habe ich so den Eindruck, als wollten wir Christen ein genaues Diagramm, so eine Statistik eigentlich über den Nutzen und die Auswirkung unseres Gebetes vor Gott haben. So als Kaufmann so eine Kosten-Nutzen-Rechnung,
das ist was Herrliches so als Kaufmann. Du siehst, was du eingesetzt hast, das kommt dabei raus. Das habe ich nun mal gelernt. Oh, das ist richtig schön. Dann siehst du ganz genau, das habe ich eingesetzt, das ist dabei rumgekommen. Und so ähnlich wollen wir das manchmal, habe ich so den Eindruck auch, haben, wenn wir beten. Ich habe jetzt 5-mal dafür gebetet, jetzt ist es passiert. Das ist aber so nicht beim Herrn. Wenn ihr aber auch manchmal so den Gedanken habt, ich würde das gerne mal sehen, dann lasst uns heute Morgen so einen, ich möchte mal sagen, alltagstauglichen Gebetscheck mal vornehmen von eurem und meinem Gebet. Und der Jakobusbrief ist das Buch, wenn es um das praktische Gebetsleben geht. Und dort finden wir auch dann diesen passenden Vers zu unserem Thema heute Morgen, Jakobus 5, Vers 16b. Jakobus 5, Vers 16b. Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus, wird ja angenommen, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und er hat uns diese ganz praktischen Anweisungen durch den Heiligen Geist hier niedergeschrieben. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 10 Worte, die es in sich haben. Und die wollen wir uns genauer miteinander anschauen heute Morgen. Es geht um das Gebet eines Gerechten. Und das hat mich fragend gemacht. Und deswegen mein erster Punkt, gerechte Beter. Gerechte Beter. Jetzt kommt das erste Problem. Würdest du spontan und voller Überzeugung von dir selbst sagen, ich bin ein gerechter Beter? Erinnere dich mal in dieser letzten Woche, in jeder Situation der letzten Woche, könntest du von jeder Situation, wo du drin gestanden hast, sofort sagen, ich bin ein gerechter Beter. Ich habe so an mich gedacht, was ich letzte Woche erlebt habe und wie ich mich verhalten habe. Und dann fühle ich mich, da ist so das Gefühl mit, da fühle ich mich manchmal gar nicht so gerecht, sondern eher, da kommt noch so eine Silbe davor, eher so selbstgerecht. Vor allen Dingen, kann ich das überhaupt von mir sagen, dass ich gerecht bin? Also so ein Jakobus, man nimmt ja an, dass er einer der Gemeindeleiter der ersten Gemeinde in Jerusalem gewesen ist. Also so ein Gemeindeleiter, der kann immer sagen, dass er gerecht ist. Leute, die in einem Missionswerk arbeiten, das sind alles Gerechte und so. Aber ich? Wir sind manchmal so selbstgerecht, dass wir so beten manchmal, Herr, hilf dem oder dem. Aber nicht, Herr, hilf mir, sondern Herr, hilf dem bitte. Du weißt, ich habe da keine Probleme mit, aber Herr, hilf dem. Wir lesen so gerne diesen Bibelvers aus Jakobus 5, und zwar, das Gebet vermag viel. Aber stopp, da stimmt was nicht. Das Wort gerecht, das würden wir am liebsten aus diesem Vers manchmal herausstreichen, weil wir genau wissen, wie fehlerhaft wir sind. Ich, du. Und genau dieser Punkt verunsichert einen Teil von uns eventuell so stark, auch im Alltag, dass es uns manchmal hindert, tatsächlich zu beten, weil wir denken, wir sind doch nicht gerecht. Andere Übersetzungen und Übertragungen umschreiben den Gerechten etwas anders. Zum Beispiel die Hoffnung für alle sagt, ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt. Oder die neue Genfer Übersetzung, sie sagt, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet. Dass Gott gerecht ist, ich glaube, das brauche ich ja kaum zu erwähnen. Die Bibel sagt uns das ja eindeutig, bitte schlag mal auf, 5. Mose 32. 5. Mose 32, Vers 4, also von Gott wissen wir das, er ist gerecht. 5. Mose 32, Vers 4. Fünfte Mose 32,
Vers 4, da heißt es, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Schon im ältesten Buch der Bibel, und ihr wisst, wo wir jetzt aufschlagen müssen, Hiob, richtig. Im Buch Hiob, das zeitlich ja gesehen an die Anfänge der Menschheitsgeschichte anknüpft und einsortiert wird, finden wir jemanden, der sich die Frage stellt, die sich vielleicht auch einige von euch schon gestellt haben, nämlich Hiob 4, Vers 17. Hiob 4, Vers 17. Und in Hiob 4, Vers 17 heißt es, kann wohl ein Sterblicher gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein vor seinem Schöpfer sein? Hiob 4, Vers 17. Wenn du das liest, kannst du eigentlich nur niedergeschlagen sein, weil warum? Kann ein Sterblicher gerecht sein vor Gott? Was wäre unsere Antwort? Nein, kann er nicht. Und wenn dich das noch nicht richtig niedergebrezelt hat, dann schlag mal Römer auf. Römer 3, Vers 10. Römer 3, Vers 10, da heißt es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, nicht ein einziger ist gerecht. Ja, Entschuldigung, warum soll ich denn dann beten, wenn ich von dem Herrn nicht gerecht bin? Es steht doch ganz klar, Jakobus 5, Vers 16b, die Bedingung ist, gerecht zu sein, damit etwas passiert mit meinem Gebet. Also, dann lasse ich das Beten lieber sein. Warum sollte ich überhaupt beten? Weil das schaffe ich doch sowieso nicht. Gott wird mich sowieso nicht erhören. Und wenn wir uns im Alltag vom Teufel, vom Widersacher genau das einreden lassen, dann wird unser Gebetsleben Schiffbruch erleiden. Geh beten ist keine Aufforderung, die uns deprimieren, die uns scheitern lassen soll. Warum nicht? Weil Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist und durch ihn hat sich auf Golgatha das Blatt doch grundlegend gewendet, liebe Geschwister. Jeder, der an ihn glaubt und die vergebende Kraft seines teuren Blutes erlebt hat, ist gerecht gesprochen. Er ist es, nicht er wird es, sondern er ist gerecht. Bitte, wir waren im Römerbrief, Römer 5, Römer 5, Vers 1. Und das ist ganz elementar wichtig, dass wir das sehen, dass wir wissen, wir sind gerecht gemacht, wenn wir diese vergebende Kraft durch sein Blut angenommen haben, wenn wir Wiedergeburt erlebt haben. Römer 5, Vers 1, dort heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt werden. Wie bitte? Gerechtfertigt sind. Ich dachte schon, ihr kommt nicht aus dem Knick. Mensch, gerechtfertigt sind. Und dann heißt es, und so haben wir Frieden. Nicht wir bekommen Frieden, sondern wir haben Frieden. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Schlüssel zur Gerechtigkeit sind nicht deine und meine guten Taten, absolut nicht, sondern der Glaube an den, der uns gerecht gemacht hat, Jesus Christus und kein anderer. Gerecht zu sein, das ist ein Geschenk, was wir bekommen haben von Jesus selber. Es anzunehmen, ist das hier, guck mal, eine Herzensangelegenheit. Das ist eine Herzensangelegenheit. Wir, du und ich, wir sollten glauben daran. Wir sollten daran glauben. Guck mal, nochmal Römer, Römer 10, Vers 10. Römer 10, Vers 10.
Und ihr merkt, der Römerbrief ist da prädestiniert für eigentlich, gerade diese elementaren Dinge auch herauszuarbeiten, weil das ist einfach, Professor Paulus hat da was Fantastisches geschrieben durch den Herrn. Römer 10, 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wenn du heute oder morgen oder die ganze nächste Woche bei deinem Gebet vielleicht durch Selbstzweifel und deiner Unzulänglichkeit verunsichert bist, dann bring doch bitte Jesus alles, was dich belastet. Alles. Wirf es ihm vor die Füße. Und dann denk bitte daran, an mindestens mal drei Personen in der Bibel. Da ist der König David. Der König David, er machte an einem Punkt in seinem Leben alles, aber auch wirklich alles verkehrt, was man verkehrt machen kann. Und gerade er als König des Volkes Israels, er enttäuschte den Vater im Himmel, Gott selber, so stark, weil er einfach seine Begierden, seinen Lüsten nachgefolgt ist und gesagt hat, ich mache jetzt das, was ich denke, was richtig ist. Und wisst ihr was? Er hat trotzdem, obwohl er so sündig gewesen ist, hat er trotzdem was getan. Er hat dennoch seine Hände gefaltet und gebetet. Schlag mal bitte auf Psalm 51. Das müssen wir mal eben, ein paar Verse daraus müssen wir mal lesen. Weil wenn du dir das vorstellst, dass er in dieser Situation drin war, Psalm 51, 51 ist eine richtig schöne Zahl, wenn man 51 wird. Ne? 51, 51 auf Hebräisch übersetzt heißt Weisheit. Ist ja auch was Tolles, ne? Wenn man Weisheit bekommt zum Geburtstag. Also, Weisheit, Psalm 51, guck mal rein hier. Da heißt es, Vers 3, Gott sei mir gnädig. Tilge meine Übertretungen, Vers 4, wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Vers 9, entsündige mich. Nochmal Vers 9, wasche mich rein, so werde ich weißer als Schnee. Vers 11, tilge alle meine Missetaten. Vers 12, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Das hat David aus voller Überzeugung gebetet. Und der Herr hat sein Gebet erhört. Wenn du guckst, da gibt es einen Propheten. Und dieser Prophet, Jona, der, obwohl er im Bauch eines riesigen Fisches landet, weil er ungehorsam war, er dennoch betet. Ich hätte erst mal versucht, da wieder rauszukommen. Irgendwie ein Taschenmesser dabei oder was. Und er, was macht er? Er betet. Jona 2, Vers 8. Da gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Und dann dieser Priester Zacharias. Ein Priester, der als gerecht beschrieben wird und dennoch nicht glaubte, dass seine Frau schwanger und dann so die Verwandtschaft noch jemand schwanger und so, das kann ich nicht glauben. Und zur Strafe ist er bis zur Geburt seines Sohnes Johannes dem Täufer stumm und das ist wie aus dem Leben gegriffen. Wenn manche ja heute hören, wir sind schwanger, dann sind die auch auf einmal sprachlos. Ja? Aber bei Zacharias war das anders. Der hat das einfach nicht geglaubt und hat gesagt, nein, das will ich auch gar nicht. Und hat das so von sich geschoben und dann hat Gott gesagt, und jetzt bist du einfach mal stumm. Und wisst ihr was? Dann auf einmal, wenn du das nachliest in Lukas 1, ab Vers 64, sein Sohn ist geboren und das Erste, was er tut, ist was?
das ist ja unmöglich. Nein, sondern was tut er? Er lobt und dankt Gott. Er betet. Alle drei, die ich gerade genannt habe, verheißen und haben sich verlassen darauf, eigentlich auf Gottes Gerechtigkeit wird uns gerecht sprechen. Und deswegen haben sie gebetet. Und daraus nahmen sie auch die Kraft, trotz ihrer Fehler, die sie hatten, zu beten. Genau wie bei einer konkreten Situation, bei einer konkreten Sünde, bei mir einmal. Ich hatte Sünde begangen, ich habe diese Sünde verheimlicht. Und liebe Geschwister, ich konnte nicht mehr richtig beten. Immer wenn ich die Hände gefaltet habe, sagte der da unten, du willst jetzt beten? Hallo, guck doch mal, was du gemacht hast. Und dann habe ich die Hände wieder auseinandergenommen. Ich konnte nicht richtig beten. Und das war sehr heftig. Vor allen Dingen, wenn du im Dienst stehst, ist das heftig. Und der Teufel hatte sein Ziel erreicht. Ich habe dann mit einem Seelsorger gesprochen und ich habe Dinge bereinigt vor Gott. Und wir haben zusammen gebetet. Und nachdem wir gebetet hatten und diese Sache vor Gott geklärt haben, haben wir dann auch noch, weil das auch notwendig war, vor Menschen Dinge klären müssen. Und das haben wir dann getan. Ich erzähle euch das nicht, um zu sagen, oh, der ist aber ein toller Hecht. Sondern ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir heute Morgen oder dann, wenn du diese Botschaft hörst, ich möchte dir Mut machen, dass du konkret deine Sünde, die vielleicht zwischen dir und dem Herrn steht, dass du sie bekennst und dass du sie offenlegst und dass du dann wieder neu Gebetslust bekommst, das Gespräch mit dem Herrn zu suchen. Der größte Fehler in dieser Situation, die ich hatte, war, dass ich nicht mehr meine Hände gefaltet habe, nicht mehr gebetet habe. Und deswegen, ich bitte dich, hör nicht auf zu beten, sondern geh beten, egal was bei dir los ist. Nichts soll uns in unserem Leben in der kommenden Woche davon abhalten, beten zu gehen, Kommunikation mit dem Herrn zu haben. Wenn ein König, wenn ein Prophet, wenn ein Priester trotz ihrer Fehler, trotz ihrer Sünden beten konnten, dann kannst du das heute auch. Dann kannst du das in dieser neuen Woche, in den nächsten Monaten auch tun. Bitte, wenn wir beten, hört Gott eben nicht nur auf unsere Worte, sondern vor allen Dingen auf unser Herz. Das ist das Entscheidende. Auch wenn du vielleicht es gar nicht richtig formulieren kannst, aber der Herr, er sieht hier rein und er weiß, wie du es meinst. Denn durch die Gnade der Vergebung können wir jeden Tag neu anfangen zu beten und dem Herrn alles wieder neu hinlegen, weil seine Güte und seine Treue jeden Morgen neu für dich und mich da ist. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Du kannst jeden Morgen neu hingehen. Das ist ein Vorrecht. Falls du manchmal vergesslich bist, mir geht das ja auch manchmal so, dann vergisst man schon mal was, sogar im Gebet. Kann sein. Vergisst man auf einmal ein Wort oder irgendetwas oder du vergisst, warum? Dann bitte ich dich, mach dir so einen Aufkleber irgendwo hin. Dass du siehst, ich bin durch Jesus Christus und sein Blut ein gerechter Beter. Dass du nicht aufhörst zu beten, das ist wichtig. Und diese Tatsache verändert dann auch unsere Erwartungshaltung im Gebet. Ganz praktisch auch im Alltag. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung. Was erwarten wir, wenn wir beten? Erwarten wir viel oder nur so Mittelmaß, nur so ein bisschen Schutz, nur so ein bisschen Weisheit vom Herrn? Ist deine Erwartungshaltung so groß, dass du Gott schon dankst, bevor er deine Bitte vielleicht auch erfüllt? Ich weiß es nicht, aber bitte guck noch mal rein, Jakobus 5, Vers 16.
unser Ausgangsvers. Unser Ausgangsvers. 5 Vers 16b. Das Gebet eines Gerechten vermag Durchschnittliches, wenn es ernstlich ist. Viel. Jawohl, viel. Das Gebet vermag viel. Was für eine Verheißung. Eigentlich müssten wir jetzt sofort den Gottesdienst aufhören und anfangen zu beten. Keine Bange, kommt noch was. Wo Menschen beten, da arbeitet Gott. Nochmal. Wo Menschen beten, da arbeitet Gott. Und wenn Gott anfängt zu arbeiten, liebe Geschwister, dann passiert etwas. Dann passiert etwas, und zwar hundertprozentig. Quer durch die Bibel finden wir Menschen, deren Erwartungshaltung im Gebet mich ganz tief beeindruckt hat. Das Gebet gehörte damals immer untrennbar zum Alltagsleben dazu. Es war natürlich das Gebet, es war respektvoll. Und es, dieses Gebet, wenn du das liest von diesen Männern und Frauen, die gebetet haben in der Bibel, sie erwarteten etwas von Gott. Guck mal rein bei dem Elia. Jakobus 5, Vers 17 und 18. Der Elia, es wird uns ja als besonderes Beispiel an diesen Mottovers, den wir hier haben, aus Vers 16b angehangen. Er betete voller Ausdauer um Regen. Vers 17, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Hast du das mal erlebt? Du betest dafür. Du betest, Herr, schenk uns im Urlaub 14 Tage schönes Wetter. Okay. Und dann bist du hinterher happy, dass auf einmal, yo, wir hatten 13 Tage gutes Wetter, Anfahrt war nicht so toll, aber da, oh, fantastisch. Der hat gebetet, es regnete 3,5 Jahre nicht. Überleg dir das mal, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Puh. Aber er hat das gebetet, damit das Volk Israel aufwacht. In der damaligen Situation. Und er hat das in diese Situation hineingebetet. Wie heißt es dann in Vers 18? Und er betete wiederum und da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ist das nicht ein Hammer? Der betet, platsch, es hört auf und er betet wieder und wuff, da kommt der Regen. Das hört sich schon fast wie so eine Zaubergeschichte fast an. Wenn Leute mit der Bibel nichts anfangen können, dann denken die, das ist irgendwie so ein komisches Ding. Nein, das ist nichts Zauberhaftes, das ist nicht irgendwo, sondern das ist die Realität des eingreifenden Gottes aus der Höhe. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Und er hat das getan. Hat der, und ich habe mich das gefragt, hat der Elia jetzt 3,5 Jahre lang nicht gebetet? Nein, der hat gebetet, aber er hat nicht für diesen Fakt gebetet, weil er hat das dem Herrn gebracht, 3,5 Jahre kein Regen, so. Und dann brauchte das Land auch wieder Regen und es sollte zum Zeugnis sein und dann hat er wieder gebetet und es regnete. Ha. Wir finden noch viele Beispiele in der Bibel. Eines der Hammerbeispiele, Josua, der für das Volk Israel um ein Naturwunder gebeten hat. Der hat dafür gebetet, dass die Erde stillstehen soll für einen Tag. Wenn du guckst, Josua 10, die Verse 12 bis 14, wo er sagt, Sonne stehe still in Gibeon und Mond stehe still im Tale Ajalon. Oh. Und dann blieb das, dann blieb die Zeit stehen. Naturwunder, überleg dir das mal. Du betest dafür, Herr, halt jetzt die Zeit an. Ja, so dieses Gebet von manchen Verliebten und Verlobten, ja, so, Herr, jetzt halt die Zeit an oder so, ja. Das ist aber eigensüchtig. Ich habe das auch mal gebetet. Aber das hat der Herr nicht gemacht. Aber hier, weil Josua aus vollem Herzen in dem Willen Gottes gebetet hat, hat Gott dieses mächtige Gebet erhört. Wow. Salomo, der gebetet hat,
Er bat voller Vertrauen um Weisheit für seinen Dienst als König. Und er wurde so weise, liebe Geschwister, wenn ihr in 1. Könige 5, die Verse 9 bis 14 mal nachher mal lest, nicht jetzt, 1. Könige 5, 9 bis 14, dann seht ihr, dass Leute, da gab es ein richtiges Weisheitstourismus. Die Leute sind aus anderen Ländern gekommen und wollten diesen weisen Mann sehen. 1. Könige 5, 9 bis 14. Er hat darum gebetet, der Herr hat es ihm gegeben. Wir hatten ihn vorhin schon, den David. Er bat in tiefer Reue um ein reines Herz, damit zwischen ihm und Gott wieder alles gut wird. Dieser Mann, der sogar einige Aufträge gegeben hat, dass sogar Menschen ermordet wurden, wird hinterher genannt in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 13, Vers 22. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Unglaublich. Er ist eine Hanna. Sie weinte und flehte konkret zum Herrn, dass sie doch schwanger wird und dass Gott sie hört. Und dann auf einmal trägt sie dieses funkelnagelneue Baby in dem Arm, den Schmuel, der Samuel. Samuel war eine Gebetserhörung Gottes. Daniel, er betete zu festgelegten Zeiten und selbst in der Löwengrube, wo man ihn reingeschmissen hat, was tut er? Er rechnet mit Gottes Hilfe und betet, dass er nicht zum Schnitzel wird für die Löwen. Und der Herr erhört. Ein Hiskia, dem das Wasser förmlich bis zum Hals stand, weil die ganze Belagerung um Jerusalem drumherum war, Sanherib, der gegen Jerusalem aufgezogen war. Und was tut Hiskia? Er geht rauf in den Tempel Gottes, legt diesen Brief von Sanherib dem Herrn vor und sagt, Herr, was soll ich tun? Und der Herr greift ein in einer Macht, dass die Feinde geschlagen werden. Nehemia. Er fleht vor Gott, sich an die Bundestreue zu seinem Volk zu erinnern. Nehemia 1, die Verse 4 bis 11. Da heißt es, ach Herr, lass doch deine Ohren aufhören und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst. Er wollte die Mauern Jerusalems wieder in Ordnung bringen. Und dann betet er dafür und dieser fremde König gibt ihm dann sogar noch so Wertbons mit, dass er einkaufen kann im Wertstoffhandel. Und dann geht er einkaufen beim Obi und kauft alles für die ganzen Sachen ein, die er braucht, um die Mauer Jerusalems aufzufüllen. Und das bezahlt sogar noch der fremde König. Ein Hammer. Simeon und Hanna. Warten betend auf den ersehnten Messias, dass sie ihn noch sehen zu ihren Lebzeiten. Und dann in Lukas 2, dann sagt dieser Simeon, jetzt hat mein Auge dein Heil gesehen. Er hat dafür so lange gebetet, jeden Tag. Von der Hanna wird gesagt, sie betete Tag und Nacht. Und dann kommen wir schon in die ganz obere Liga, Stephanus. Er betete für seine Mörder, während er gesteinigt wurde. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und dann, denke ich, kommt es zum absoluten Höhepunkt bei unserem Herrn Jesus. Er bittet am Kreuz für die Vergebung seiner Missetäter. Lukas 23, Vers 34, wo er betet, sie wissen nicht, was sie tut. Vergib ihnen, Herr. Das ist das Stärkste, was du tun kannst. Sie alle beteten konkret. Sie alle wurden von Gott erhört, weil Gott ihre Bitten für gut, für richtig befunden hat. Sie beteten in seinem Willen. Nicht das, was sie gerade wollten, sondern das, was er wollte. Inspiriert von diesen Vorbildern, liebe Geschwister, habe ich mich gefragt, ob ich auch so eine Erwartungshaltung habe, wenn ich bete. Ob ich auch in seinem Willen bete. Hast du auch schon mal
für etwas Großes gebetet und für etwas Herausragendes gebetet und der Herr hat dein Gebet erhört? Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben? Oder bin ich oder bist du eher so ein Mensch nach dem Zitat von Corrie ten Boom? Manche Menschen vertrauen dem Herrn, hat Corrie ten Boom gesagt, dass er ihre Seele rettet, aber nicht, dass er für ihr alltägliches Leben sorgt. Corrie war eine niederländische Christin, die während der nationalsozialistischen deutschen Besatzung der Niederlande eine Untergrundorganisation gegründet hat. Und dadurch wurden zahlreiche jüdische Menschen vor der Shoah, vor dem Holocaust, dem Vernichtungstod gerettet. Und immer wieder betonte Corrie, dass sie von Jesus Christus alles erwarte, jederzeit und unter allen Umständen. Und das habe sie der Krieg gelehrt. Brauchen wir erst wieder einen Krieg, um beten zu lernen, liebe Geschwister? Ich hoffe es nicht. Nein. Immer wieder betont die Corrie das, dass sie jederzeit alles erwartet. Die Frage ist, was tust du, was tue ich? Wie sieht das bei uns aus? Was erwarten wir heute? Was erwarten wir morgen, nächste Woche, wenn wir beten? Erwarten wir jederzeit angehört zu werden? Erwarten wir verstanden zu werden von ihm? Erwarten wir ernst genommen zu werden? Wenn du für einen Parkplatz betest, könnt ihr euch noch an die letzte Botschaft erinnern, die ich gehalten habe, wo ich euch gefragt habe, ob ihr für Sonderangebote gebetet habt? Habt das mal gemacht? Ja, nicht nur lächeln, machen. Lächeln kann jeder. Tun! Bete doch für Sonderangebote, damit du das Geld einsparst und dann für den Herrn opfern kannst, für Missionare. Erwartest du von Gott, dass er sich freut, wenn du ihm Dank und Lob sagst? Erwarten wir Frieden trotz unserer derzeitigen Situation? Erwarten wir, dass Gott sich mit aller Macht zeigen wird? Erwarten wir, dass Gott uns alles, wirklich alles vergibt und uns frei macht? Erwarten wir Veränderung im Arbeitsalltag, bei den Kollegen, bei der Familie? Auch wenn die Situation unmöglich erscheint? Erwarten wir Hilfe, die uns wie ein Wunder erscheint? Erwarten wir, dass Gott uns finanziell versorgt? Erwarten wir, dass Gott uns eine Aufgabe im Leben zuteilt? Und liebe Geschwister, ich könnte jetzt noch 50, 80 weitere erwarten wir dranhängen, tue ich nicht. Aber das mache ich. Ich möchte uns daran erinnern, dass wir uns neu prüfen, was ist deine und meine Erwartungshaltung, wenn wir die Hände falten. Denn was wir erwarten, das werden wir auch konkret in Worte fassen können, liebe Geschwister. Lass doch bitte die Aldi-Gebete sein. Herr, segne all die Missionare. Herr, segne all die Missionswerk. Wenn du für Aldi betest, dann musst du auch für Migro und für Denna und für Plus und Norma beten. Mach's doch konkreter. Und nicht nur so Aldi. Wenn ich manche Leute so lustlose Phrasen beten höre manchmal, dann wird mir manchmal richtig schlecht. Diese Gebete haben eine einschläfernde Dynamik. Die Erwartungshaltung und Dringlichkeit bei den Leuten, denke ich manchmal, liegt bei zwischen 0% und 5%. Puh, das finde ich erschreckend. Mir geht es nicht darum, anderer Leute Gebete zu verurteilen, aber ich muss mir selber immer wieder diese Frage stellen, liebe Geschwister. Rechnen wir mit seinem Eingreifen, mit einem Wunder vom Herrn, wenn wir beten? Ein Mann, er wird genannt in Deutschland der deutsche Georg Müller.
wird er auch oftmals genannt. Friedrich von Bodelschwingk. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Friedrich von Bodelschwingk, er hat die Bethelschen Anstalten in der Nähe von Bielefeld gegründet. Bielefeld-Sennestadt, so 2 Stunden von uns entfernt in Breckerfeld. Und Friedrich von Bodelschwingk, er hat sich speziell eingesetzt für Waisenkinder, für Kinder, die psychische Belastungen und auch ganz besondere Krankheiten hatten und so weiter. Und dieses Werk ist weitergeführt worden und er hat die Diakonie in Deutschland vorangetrieben, Friedrich von Bodelschwingk. Und er hat dieses Zentrum dort oben in Bielefeld genannt Bethel. Bethel. Und dann hat er einen Spruch gesagt, überall ist Bethel, weil man ihm gesagt hat, du musst mal zu uns kommen. Bei uns muss auch die Erweckungsluft sein. Und dann hat er zur Antwort gegeben, Friedrich von Bodelschwingk, überall ist Bethel, wo die Kinder Gottes die Gebetsleiter ansetzen. Überall ist Bethel, wenn die Kinder Gottes die Gebetsleiter ansetzen. Wisst ihr, man glaubt das manchmal nicht. Dann betest du für manche Dinge und wir erleben das ja in unserem Missionswerk auch in Breckerfeld, genauso wie hier, das Missionswerk Mitternachtsruf. Dann betest du manchmal, da denkst du, Herr, wie soll es weitergehen in der nächsten Woche überhaupt? Und dann schenkt der Herr auf einmal einen Ausweg, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Ist doch so. Ich sehe dich da hinten, Conno, stimmt's? Ist es so? Es ist so, ne? Ist bei uns in Breckerfeld genauso, dann weißt du nicht mehr außen und ein und dann, das ist so herrlich, auch hier, dann rufe ich schon mal an hier, und dann möchte ich irgendjemanden sprechen hier, ich habe den Robert versucht anzurufen letzte Woche und dann heißt es, nee, den kann ich hier nicht geben, die Brüder sind gerade im Gebet. Weil es so ist, wir brauchen das Gebet, damit dann auch was passiert. Wir dürfen Gott in seinem Namen um alles bitten, liebe Geschwister, aber wir müssen ihm gleichzeitig immer auch zugestehen, dass er allein entscheidet, was das Beste für dich und für mich ist. Er weiß es doch, was gut für dich und für mich ist. Ich habe euch erzählt von unserem 60-jährigen Bestehen unseres Missionswerkes und der Bibelschule. Und wisst ihr, wir haben für Bibelschüler gebetet. Und einige von euch haben ja auch mitgebetet. Es sind 6 geworden im neuen Semester. Wir haben für 10 bis 15 gebetet. Der Herr hat uns 6 gegeben. So, jetzt kann man sauer sein oder sagen Danke. Ja, es ist doch so. Du bist vielleicht enttäuscht und sagst, ich habe gehofft, liebe Geschwister, das hat er bei den letzten 2 Malen auch so getan, dass an diesem Wochenende, als wir die Absolvierung und Einsegnung dann hatten von dem alten Kurs, dass ich dann nochmal aufrufe am Sonntagmorgen und dass dann nochmal so 1 oder 2 oder 3 nochmal dazukommen. Dass junge Leute sich direkt rufen lassen. Das war ja im letzten Jahr war das ja so, da hatten wir auch einen Spätzünder aus der Schweiz. Das war, der hat direkt an dem Morgen noch gesagt, jo, ich komme. Okay. Und damit hatte ich jetzt, und da haben so viele für gebetet, dass an dem Morgen das noch passiert. Und dann haben wir dafür gebetet, Herr, gib doch, dass an diesem Wochenende noch Leute Ja sagen. Und wisst ihr was? Wir haben gebetet und am Ende meiner Botschaft habe ich dann aufgerufen und habe gesagt, und wenn jetzt noch jemand einsteigen möchte, dann kann er das tun. Nix. Und dann habe ich weitergemacht und dann habe ich noch einige Worte und dann merkte ich, wie der Herr in mir, und dann habe ich aufgerufen, dass Menschen, die vielleicht unter uns sind jetzt, ihr Leben Jesus Christus übergeben. Komm jetzt zu Jesus. Und dann habe ich aufgerufen. Und an diesem Morgen sind über 10 Leute zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus. Wisst ihr was? Ich habe für Leute gebetet, die 3 Jahre bei uns sind. Da sind über 10 Leute eingeschrieben worden in die Ewigkeit. Ist das nicht viel besser? Wir haben so unser Denken, so soll es gehen, Herr. Und dann macht der Herr auf einmal wupp. Unser Gott ist ein Gott, der erhört und er weiß, was wir brauchen.
Psalm 65, Vers 3. Du erhörst Gebet und darum kommt alles Fleisch zu dir, heißt es da. Psalm 65, Vers 3. Matthäus 6, Vers 8. Matthäus 6, Vers 8. Schlag das mal eben auf. Matthäus 6, Vers 8. Ich lasse dir die Zeit. Matthäus 6, Vers 8. Matthäus 6, Vers 8b. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Vielleicht haben wir an manchen Stellen unsere Erwartungshaltung runtergeschraubt, liebe Geschwister, oder ganz aufgegeben. Setz dir Ziele im Gebet. Setz dir Ziele im Gebet. Das darfst du. Bete doch einfach und setz dir ein Ziel und sag, ich bete jetzt dafür, dass das und das. Meinst du nicht, dass wir das dürfen? Doch, das lesen wir auch in der Bibel, dass manche Leute ganz konkret für Dinge gebetet haben. Und es ist passiert. Es ist an der Zeit, unsere Gebetshaltung neu zu überdenken. Und das ist das dritte und letzte heute Morgen, die Gebetshaltung. Die Gebetshaltung. Wenn ich über Gebetshaltung spreche, möchte ich nicht darüber reden, ob wir beim Beten sitzen, stehen, hüpfen, liegen oder sonst irgendwas tun. Du kannst auch Auto fahren, aber bitte nicht die Augen zumachen. Das geht. Hände am Steuer und dann, wisst ihr was, wir haben vor einigen Jahren haben wir ein ganzes Team aus Amerika bei uns gehabt, so 40 Amerikaner, und die waren bei uns in einem Sommereinsatz. Und einer der Leiter davon, das ist ich, als ich noch junger Christ war, ich habe zu dem aufgeschaut, das war, wow, was der für einen Glauben hatte, was der hat in über 80 Ländern der Welt Gemeinden gegründet. Habt ihr das gerade mal gehört? In über 80 Ländern der Welt Gemeinden gegründet. Der Mann, der hatte eine Vollmacht, das war für mich schon, da musste ich schon aufpassen, dass ich nicht die Dreieinigkeit erweitere auf vier. Und dann haben wir morgens gesagt, wir fangen an mit Gebetszeit. Und dann haben wir uns so im Kreis hingesetzt und auch er war mit dabei und er schon älter, wesentlich älter. Und dann haben wir gebetet, haben wir angefangen. Und auf einmal nach 5 Minuten höre ich auf einmal, wie der so aufsteht. Dann habe ich so, macht man ja nicht, aber dann habe ich so gepeilt mit einem Auge, was da jetzt passiert. Und dann auf einmal, da geht der während des Gebetes wie so ein Puma im Tigerkäfig. Also der ist immer hin und her gegangen. Gebetszeit war zu Ende. Da kommt der auf mich zu und dann sagt er, na Johannes, wie war die Gebetszeit? Ach, gut, war fantastisch. Sagt er, hast mitbekommen, dass ich da aufgestanden bin? Ich so, ich? So getan, als wenn nichts gewesen wäre. Ach, du bist aufgestanden, so. Da sagt er, ja, pass auf, ich sag dir warum. Ich bin so alt und der Teufel, der kriegt mich immer in Gebetszeiten, dass ich so müde werde, dass ich dann immer so ganz vertrauensvoll noch weiter mit dem Kopf runtersicke und dann ganz zum Schluss, wenn Amen gesagt wird, Amen, dann bin ich wieder mit dabei. Und das möchte ich umgehen, sagt er, und deswegen laufe ich beim Gebet. Also bitte, jetzt bleibt noch sitzen im Moment, ja. Ist das denn schlimm, wenn das getan wird? Nein, überhaupt nicht, kein bisschen. Mir geht es um den dritten wichtigen Teil aus unserem Motto-Vers in Jakobus 5. Es geht um die Ernsthaftigkeit. Und das meine ich mit der Gebetshaltung. Jakobus 5, Vers 16b. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Oder wie in der neuen evangelistischen Übertragung, da heißt es, das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Hand aufs Herz. Wie ernst ist es mit unseren Gebeten?
Wie ernst nehmen wir es? Und liebe Geschwister, ich muss euch sagen, und ich bin eine kleine Leuchte gegen einige von euch hier, die, ich weiß nicht, wie oft schon in Israel war. Ich habe jetzt mein 47. Mal hinter mir. Aber liebe Geschwister, die Orthodoxen an der Mauer, die dort stehen, es gibt auch einige, die machen das nur als Show. Absolut. Gehe ich hundertprozentig mit. Aber manche von ihnen machen das aus Liebe, aus einer Herzenseinstellung. Sie gehen an diese Mauer, an dieser Hakotel, und sie beten mit ihrem ganzen Körpereinsatz. Sie schreien, sie weinen vor dem Herrn. Liebe Geschwister, wenn Gott uns in unserem Vers hier deutlich sagt, dass wir mit unserem Gebet viel Einfluss auf sein Handeln nehmen können, dann ist das auch so. Wenn wir Gott im wahrsten Sinne des Wortes beknien, dann wird das nicht ungesehen und ungehört bleiben, liebe Geschwister. Ich darf ja 2,5-facher Opa sein. Ja, das andere ist gerade auf dem Weg. Also sie sieht jetzt fast so aus wie ich. Und der Kleine, der Josia heißt er, der kommt voll nach dem Papa. Der hat Sonnebirne, und solche großen Kulleraugen. Und dann steht er vor mir und immer nach dem Mittagessen kommt er. Und dann zieht er immer so an, hier so am Hemd, und dann sagt er: Opa, Gummibärli. Dann guckt er dich mit diesen herrlichen Kulleraugen an und dann: Opa, Gummibärli. Ich weiß jetzt, dass einige Grünfanatiker unter euch: gib ihm doch Karotten. Ja, ist okay, alles klar, kommt schon auch dann zur richtigen Zeit, aber manchmal ist auch ein Gummibärli dran. So. Und er steht da: Gummibärli. Der würde noch 10-mal an meinem Hemd ziehen, bis er das Gummibärli kriegt. Der bleibt an meiner Seite. Ich habe das schon mal gemacht, da bin ich so bewusst weggegangen. Der geht hinter mir her und immer wieder. Und das: Opa, Gummibärli. Liebe Geschwister, von dem kleinen Kerl können wir was lernen, nämlich die Beharrlichkeit. Die Beharrlichkeit, jemandem in den Ohren zu legen. Leg Gott doch in den Ohren mit deinem Anliegen. Tu's doch. Wenn du ins Bundeskanzleramt nach Berlin oder vielleicht zur Queen nach England eingeladen wirst, dann wirst du dir ganz bewusst überlegen, deine Wortwahl. Was sagst du ihr jetzt? Und ich bin davon überzeugt, dass du nicht einfach so, ne, zur Queen: Na, Omi, was geht ab? Das hört sich cool an. Ja. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Und dann ist das auch ganz schnell vorbei, wenn du das gemacht hast. Aber so benehmen wir uns als Christen manchmal. Hey, Gott, hey, cool, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob das... Ich muss mir aber auch nicht auf der anderen Seite immer Anzug und Krawatte anziehen. Aber die Frage ist, mit was für einer Gebetshaltung kommen wir vor den Herrn, liebe Geschwister? Wählen wir unsere Worte? Lassen wir sie uns vom Herrn schenken? Es wird an vielen Orten gebetet, an Krankenbetten, in Kindergärten, Sterbezimmern, am Abendbrottisch, in Online-Foren, auch hier im Sonntagsgottesdienst. Die Frage ist, wie ernsthaft sind uns die Gebete? Wenn ich manchmal in manchen Kreisen und Kirchen das Vaterunser-Geplapper höre, dann wird es mir schlecht. Vergib uns unsere Schuld. Die glauben noch nicht mal, dass sie schuldig sind, aber plappern das einfach. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, wie wichtig ist uns das Gebet? Ist das Gebet unser Lenkrad oder ist es nur ein Ersatzrad? So, wenn nichts mehr geht, oder wie heißt es, jetzt hilft nur noch beten. Das ist eine verkehrte Einstellung eigentlich, liebe Geschwister. Dann haben wir vorher doch gar nicht die Hände gefaltet.
Was trauen wir denn dem Herrn zu? Wie eindringlich bringen wir unseren Dank und die Fürbitte, die Anliegen vor den Herrn? Wie lange beten wir denn anhaltend, zum Beispiel für einen kranken Menschen oder eine Regierung, für Israel, für Deutschland, für die Schweiz, was uns aufgetragen ist in Gottes Wort? Oder für die Familie oder die Menschen, vielleicht auch die, die einen nicht leiden können. Und jetzt, liebe Geschwister, und ich sage das auch ganz bewusst hier, wann haben wir das letzte Mal aus vollem Herzen Maranatha, unser Herr, komm gebetet? Und nicht, weil es uns schlecht geht oder weil die Steuerfahndung hinter mir her ist. Sondern wann hast du das letzte Mal aus vollem Herzen gebetet, Herr, komm? Versuchen wir wirklich im Willen Gottes zu beten oder mehr im Willen von uns selber? Und euch diese Frage heute Morgen hier zu stellen, hinter dieser Kanzel, das fällt mir nicht leicht, weil bei diesem Thema bin ich genauso zu 100% gefordert wie ihr. Und da haben wir gemeinsam noch viel zu lernen. Indem der Herr Ernsthaftigkeit verlangt, macht er sehr deutlich, dass er sofort ein dringliches Anliegen von Geplapper sehr gut unterscheiden kann. Geplapper ist völlig unwirksam. Plapper Gott nicht die Ohren voll, wenn du es doch nicht ernst meinst. Christliche Laberbacken gibt's genug. Entschuldigung. Aber das ist so. Riesengroße Worte machen, aber nichts dahinter. Vielleicht können manche Leute dein Gebet so hören, oh, der kann aber beten, oh. Aber sie wissen gar nicht, ob das wirklich hierher kommt, liebe Geschwister. Und deswegen pass auf, ist es tatsächlich dir ein Herzensanliegen oder nur kunstvoll gewählte Worte? Matthäus 6, Vers 7, letzte Bibelstelle heute Morgen. Matthäus 6, Vers 7. Matthäus 6, Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Mach doch nicht so viele Worte manchmal, sondern mach's einfach nur, Herr, bitte hilf mir jetzt bei der und der Sache. Amen. Oder Herr, tu jetzt bitte hier das und das an der Stelle oder dem und dem, hilf jetzt. Amen. So. In dieser Woche, in diesem Monat möchte ich ganz bewusst den Herrn bitten, mir meine Gebetshaltung zu korrigieren, wieder neu zu schleifen, sie so zu gestalten, dass er sich darüber freut. Denn das ist doch das Schönste, was es gibt, liebe Geschwister, wenn wir beten und wir wissen, dass wir beten, so wie er es möchte. Das spiegelt mein Verhältnis zum Allmächtigen wider. Zwischen meinem Heiland und mir ist dann wirklich alles in Ordnung. Und das sagt dann auch, da ist Einklang, da ist Übereinstimmung. So wie bei einem Chor. Ich finde das herrlich, auch heute Morgen hier, wie die drei miteinander gespielt haben. Und ich weiß gar nicht, ihr habt noch nie oft miteinander gespielt, ne? Richtig? Heute zum ersten Mal? So in der? Na? Okay, aber so oft noch nicht, oder? Ist egal. Hätte ja nur einer irgendwo daneben hauen können, oder? Aber die sind Einklang. Und wisst ihr was? Einklang, und das ist das Herrliche, Einklang heißt nicht eintönig. Bitte, Einklang heißt nicht eintönig. Und das wünsche ich dir und mir und euch von Herzen, dass wir Einklang haben mit ihm. Mit einer Gottesbeziehung, die ihren Gebetsanker jeden Tag auswirft, können wir die Alltagsstürme überstehen. Also wirf deinen Gebetsanker raus. Auch bei dem Thema Gebetshaltung haben wir viele Vorbilder in der Bibel, aber ich will gar nicht so viel mehr bringen. Aber wenn du in seinem Willen betest, ich wünsche dir, ich wünsche uns allen die Stärke von Paulus, der sich damit abfand, dass Gott sein Gebet nicht erhörte.
als er um den Stachel im Fleisch gebeten hat. Und man nimmt ja an, dass es eine Krankheit ist. Und der Herr hat ihm diese Krankheit, diesen Stachel im Fleisch nicht weggenommen. Und er hat trotzdem weiter gebetet. Und deswegen wünsche ich dir die Stärke von einem Paulus. Ich wünsche dir in dieser kommenden Woche den Gebetsmut, wie eine junge Maria ihn hatte. Sie lobte Gott mit den schönsten Worten, nachdem sie erfahren hatte, die biologische Mutter von Jesus zu werden. Und das ist keine einfache Aufgabe gewesen. Ich wünsche dir das Vertrauen eines Hiobs, wenn du betest. Der trotz aller Verluste, und er hat ja alles verloren, seine Frau, seine ganze Familie, seinen Besitz hat er verloren. Und dann betet er zum Herrn: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das wünsche ich dir, dieses Vertrauen eines Hiobs. Und ich wünsche uns die Kontinuität eines Daniels, der dreimal am Tag seine Gebetsfenster gegen Jerusalem geöffnet hat und auf den Knien dem Herrn alles brachte, was ihm auf dem Herzen lag. Egal, was heute oder morgen bei dir sein wird, geh, bete. Und du und ich, wir werden erleben, wie er handelt. Noch einmal zum Abschluss: Durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus sind wir gerechte Beter, die voller Erwartungshaltung zu Jesus kommen dürfen. Und lasst uns darum unsere Gebetshaltung von Jesus selber korrigieren lassen, weil wir wissen, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Geschwister,